Masquerade Studios. Back to Memories. The Quick Classic Video Game Review. Game on. Fuck you! In der heutigen Episode das Spiel Hawky für den Commodore C64. Back to Memories. The Plastic Human Welcome. Wir befinden uns diesmal im Jahr 1988 und Thalamus schlägt wieder zu. Diesmal mit einem der besten Spiele, die es jemals für den C64 gab. Hawky. Zur Story. Xamox, ein Planet am Rande der Milchstraße, wird von einer beinahe perfekten Bevölkerung bewohnt. Aber eines Tages wird Xamox von Nomadenstämmen und galaktischen Piraten, den sogenannten Strikes, überfallen. Sie verwüsten den Planeten, töten den Großteil der Bevölkerung und errichten überall Basen und Fabriken. Die wenigen überlebenden Xamoxianer verbergen sich im Untergrund, wo sie Rachepläne gegen die Besatzer schmieden. Über Generationen hinweg bauen sie, ihrem Perfektionismus treu bleibend, eine synthetische Lebensform, SLF, halb Mensch, halb Roboter, um die streng bewachten Zonen rund um die Fabriken zu durchbrechen. Nun ist SLF fertig, aber der Steuermechanismus reagiert nicht schnell genug, um in einem Nahkampf zu dominieren. SLF bekommt Informationen über den Standort der Gegner von einem xamoxianischen Kampfdruiden. SLF ist Hawky. Und nun ist es an der Zeit, die Fähigkeiten von Hawky in der grausamen Wildnis von Neu-Xamox zu testen. Die Kraft ist da. Man kennt ja inzwischen die Qualitäten der englischen Firma Thalamus von früheren Produktionen wie Delta, Zenxion oder Quedex. Aber Hawky schlägt alles andere um Längen. Den Programmierern Boys Without Brains, die in der Computerszene ein Begriff sind, ist ein wirkliches Meisterwerk der Spielegeschichte in Sachen Musik, Grafik, Animation und Ideenreichtum gelungen. Nach den ersten Spielszenen kann man auch wirklich allen Ernstes vergessen, dass man hier ein Spiel auf dem Brotkasten spielt. Hawky ist technisch fast ein Amiga-Spiel. Obwohl die Spielidee natürlich nicht die neueste ist, ein typisches Jump-and-Run-Collect-Spiel, überrascht aber jedes der 12 Levels mit neuen Besonderheiten. Hawky ist ein nicht allzu schwieriges, aber dennoch gut in Szene gesetztes Spiel. Nach dem Tod des Helden kann ein Trainer-Modus für den letzten Level angewählt werden. Hawky ist endlich mal ein gutes Spiel, das nicht nur auf sinnlosem Raumschiffchen abschießen basiert. Einzig das Fehlen eines Zwei-Player-Modus könnte man bemängeln. Die Anleitung beschränkt sich auf die Rückseite der Verpackung, reicht aber völlig aus, da man dazu beim besten Willen nicht mehr schreiben kann. Auf der Diskette ist außerdem eine kleine Monstershow und eine nette Begrüßungsdemo, genannt Talk to Me, zu finden. Vor Spielbeginn kann die Musik etwas nach dem persönlichen Geschmack verändert werden. Alles in allem ist Hawky wohl eins der besten Spiele, das wirklich seit langem erschienen ist für den Commodore C64. Es ist zumindest eigentlich kein anderes Spiel bekannt, das die grafischen und musikalischen Fähigkeiten des Computers so optimal ausnützt und so hervorragend animiert ist und auch nach längerem Spielen nicht langweilig wird. Des Weiteren ist auf die programmiertechnischen Fähigkeiten des holländischen Entwicklerteams hinzuweisen, die mit Hawky hoffentlich neue Maßstäbe setzten. Gespannt darf man sein auf die nächsten Spiele, die von Thalamus entsprechend gepublished werden. Man kann den Jungs nur viel Glück dazu wünschen. Ein neues Produkt von ihnen, Armalite, wird voraussichtlich Anfang November 1988 erhältlich sein. Und nun bitte verzeiht die haltlose Begeisterung für dieses Spiel, aber Hawky ist wirklich das Nonplusultra der Jump-and-Run-Spiele. In seiner finalen Bewertung erhält Hawky für seine Grafik 98 Punkte. Ja, besser kann man es kaum mehr machen auf dem C64. Ein super butterweiches Scrolling und grandiose Animationen. Und genauso verhält es sich natürlich mit der Musik und dem Sound einzigartig und für alle Zeiten in Erinnerung. Und somit erhält der Sound 97 von 100 möglichen Punkten. Die Motivation bekommt auch immerhin 94 Punkte. Und somit ist Hawky ein Hit und kann wirklich jedem Retro-Spieler auch heute noch empfohlen werden. Fuck you. Desperate Studios.
danke dir fürs Anschauen dieses Videos und falls du vielleicht noch ein paar andere Videos sehen möchtest, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Satire-Videos. Es gibt Let's Shows und Let's Plays von alten C64er und Amiga-Spielen sowie PC-Spiele. Es gibt Retro-Reviews und jede Menge mehr. Ich würde mich freuen, wenn du einfach kommentierst, abonnierst und dir die anderen Videos vielleicht anschaust. Bis bald!